Jo Leute, was geht ab? Willkommen bei Pokélos. Heute machen wir auf einmal eine schöne Libello bzw. Hoplo Tin. Die habe ich geschenkt bekommen von einem meiner Community-Leute, und zwar von GK. Vielen, vielen, vielen Dank hierfür schon mal. Tins sind immer so eine Sache, auch wie die V-Boxen, sage ich mal. Kann man Glück haben, kann man Pech haben. Hierbei handelt es sich um die mächtige Partner-Pokémon V aus Galarian. Ich freue mich drauf. Wir haben hier 4 Booster mit drin, meine ich genau. 4 Booster-Packs. Wir haben eine holographische V-Karte als dürfte eine Promokarte sein, oder? Ich weiß es gar nicht. Hier haben wir auf jeden Fall Libero. Wir werden gleich sehen, ob es eine Promokarte ist oder nicht. Jetzt muss ich gerade überlegen, kenne ich die Namen gerade alle? Nee. Hier fängt schon wieder an. Ne? Also Hoplo kenne ich noch. Die anderen beiden, ich kriege sie gerade nicht hin. Ich bin wirklich alles, was nach Generation 1 ist, bin ich so schlecht. Ich nehme immer wieder vor, die ganzen Pokémon-Namen zu lernen, aber ich weiß nicht, zeitlich, ich krieg's nicht hin. Wir holen uns mal die V-Karte raus. Ist es denn eine Promo? Ja, es ist eine Promokarte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, die holen wir einmal ganz vorsichtig raus. Und oha, ich sehe schon. Also es ist eine Tin aus ganz frühen Zeiten, aus der Schwert- und Schildzeit. Ne? Wir sehen hier schon Schwert- und Schildbooster. Das wird interessant, weil davon habe ich 1, 2 Booster aufgemacht, also an sich gar nichts. Wir holen jetzt erstmal hier die Promokarte raus mit dem lieben Libello. Die habe ich noch nicht, sehr schön. Ich weiß noch nicht, was ich mir da vorgenommen habe, auch finanziell, aber ich will mir eigentlich alle Promokarten aus der Schwert-Schild-Ära holen. Also da hätte ich echt Bock drauf. Hier haben wir die Nummer 15, also wirklich eine der ersteren. Und dann holen wir noch die Booster raus. 4 Stück. Ich bin mal gespannt, was außer Schwert und Schild noch drin ist. Könnte natürlich jetzt theoretisch sogar noch was aus Sonne und Mond drin sein. Wir haben einmal Schwert und Schild mit Sashian und Samazenta. Sehr, sehr cool. Jo, wir haben Welten im Wandel drin. Oh, wie cool ist das denn? Das ist ja cool. Und, oh, und wir haben, ist es Base Set? Sonne und Mond Base Set. Das ist ja cool. Okay, Leute, das ist jetzt mal mega cool. Wird zwar jetzt natürlich wirklich schwierig, hier irgendwie krassen Hit rauszuziehen, aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich meine, Welten im Wandel war ein gutes Set. Ich war, wie gesagt, in Sonne- und Mondzeit noch nicht dabei. Base-Set wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei Schwert und Schild. Jetzt nicht so ein heftiges Set, aber wir gucken einfach mal. Womit fangen wir an? Ich würde mal sagen, wir fangen mit den Sonne- und Mondkarten an. Davon habe ich noch gar nichts geöffnet. Ey, das finde ich cool. Hier haben wir einmal den lieben Silvaro vorne drauf. Wenn ich mich nicht irre, müsste Silvaro sein. Ja, doch, eigentlich schon. Gehe mal davon aus, dass der Kartentrick bei Sonne und Mond genauso ist wie bei Schwert und Schild. Also, wir holen 4 Karten nach vorne und gucken mal, was drin ist. So, wir fangen an mit Wasserenergie. Wir haben die Elima. Die Serie, ich muss mir die Serie definitiv noch anschauen. Wir haben das Hypno. Trompec. Kiesling. Sehr schön. Da finde ich den englischen Namen cool mit Rock'n'Roller. Das Alola Radfratz. Ja, die ganzen Alola-Pokémon. Lampi. Wir haben das Paras. Das hat ein schönes Artwork. Sehr, sehr nice. Quapsel. Das ist so diese gestickte Form, sage ich mal. Okay. Wir haben das Anton in Reverse. Oh, die ist schön. Die Reverse-Karten aus der Sonne- und Mond-Ära finde ich persönlich sehr, sehr, sehr geil, weil man auch hier die Elementzeichen viel, viel, viel besser sieht. Und wir haben dahinter... Was haben wir? Ein X-Bud. Oh, ein Holo. Guck mal hier. Es ist ein X-Bud in Holo. Sehr cool. Das nehmen wir doch mit. Holo-Effekt ist sehr, sehr, sehr klein, sag ich mal. Sehr gering. Guck mal hier. Man muss schon sehr gegen das Licht halten, dass man es sieht. Aber ist cool. X-Bud ist ein cooles Pokémon. Okay, und dann würde ich sagen, Welten im Wandel. Bin überhaupt nicht drin, aber ich meine, Welten im Wandel ist ein gutes Set, wo man ganz gute Hits ziehen kann. Vielleicht ist ja was drin. Vielleicht ist was drin. Es wäre schön. Wenn nicht, dann ist auch okay. Ganz ehrlich, bei den Sets, da warte ich jetzt nicht viel. Ne? Gerade wenn es ein Random Booster ist, da kann man sowieso nicht viel erwarten. Und wir gehen rein. Mit der Unlichtenergie, die sieht toll aus auch. Tropius, mega, mega schönes Artwork. Mimigma. Lilies Pokepuppe. Da gibt es auch eine schöne Goldkarte von. Ich weiß nicht, ob die in dem Set drin ist. Chogidemaru. Onix, auch stark. Weilma, oh, ich mag Weilma so gerne. So ein cooles Pokémon. Wir haben das Mebrana. Jetzt müsste Reverse gleich kommen. Jetzt haben wir noch das Zirpurze. Tropius in Reverse. Oh, die ist schön. Eine starke Karte. Okay, und? Was kommt dahinter? Haben wir nochmal eine Holo? Hoffentlich eine Holo. Nee, oh. Aber hier, guck mal. Velinara als Rare. Die sieht toll aus. Was für ein geiles Artwork. Also ich muss sagen, wenn es die in Holo gäbe, mega, mega stark. Ja, die ist richtig schön. Das ist eine richtig tolle Evolution-Karte. Die legen wir mal hier hin, weil die ist wirklich schön. So, und jetzt haben wir noch 2-mal Schwert und Schild Base-Set. Ja, wir gucken mal. Da gibt es keine krassen Hits. Aber man muss aber sagen, das Display
Kostet mittlerweile, ich glaube, das deutsche Display kostet, glaube ich, 280 bis 350 Euro. Ist richtig, richtig, richtig teuer. Viel zu teuer, wenn man überlegt, welche Hits da drin sind. Ich glaube, die teuersten Karten drin. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich werde es einblenden. Aber ich glaube, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, sind es vielleicht 50, 60 Euro. Ich glaube, da ist keine Karte dabei, die nur annähernd an die 100 Euro wert ist. Vielleicht hat sich es auch geändert, vielleicht irre ich mich auch gerade. Ja, Displaypreise sind echt heftig. Hier mal das Gyarados. Das sieht mir sehr frech aus. Das Rotomrad. Flagellion. Roselia mit einem schönen Artwork. Wir haben das Wattzopf. Salanga. Sehnesekt. Nee, Sehnsekt. Sehnsekt, ja. Goldini. Oh, das ist auch ein schönes Artwork. Das ist richtig, richtig gut gelungen, finde ich. Mega gut. Dann haben wir Nebulak in Reverse Holo. Und was haben wir dahinter? Was haben wir dahinter? Ein Inteleon in Non-Holo als Rare. Aber auch hier muss ich sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Pokémon, womit ich viel anfangen kann. Die ist übrigens furchtbar oft Sensor. Aber es ist ein schönes Artwork. Die gefällt mir. Also bis jetzt gönnt es noch nicht so krass. Aber wie gesagt, ich hätte auch nicht viel erwartet. Und wir gehen rein ins letzte Booster-Pack. Habt ihr Schwert und Schild Basisset aufgemacht? Sagt mir mal gerne in die Kommentare. Jeder hat ja hier unterschiedlich angefangen. Die einen oder anderen haben, wie ich, vielleicht mit Schwert und Schild irgendwann in der Mitte angefangen. Manche waren schon zu Sonne und Mond, manche vielleicht schon viel länger. Also, sagt mir mal in den Kommentaren, seit wann seid ihr dabei und seit wann sammelt ihr Pokémon-Karten? So Leute, wir gehen rein. Psycho-Energie. Letztes Pack für heute. Großes Amulett. Golking. Sehr schön. Chimsticks. Chimsticks, das ist ja ein lustiger Name. Volley. Chimpep. Wir haben das Memmion. Ah, warte mal. Ja, okay. Ich werde es mir nicht merken wahrscheinlich. Aber zumindest haben wir jetzt nochmal die Starternamen. Also wir haben Hoplo, den Hasen. Wir haben Chimpep und Memmion. Ihr wisst es. Ich habe es schon wieder vergessen. Wir haben das starke Krihorn. Roselia. Oh, die schöne Karte. Pokémon-Fänger in Reverse. Und gab es zu Schwert und Schild Base-Set überhaupt schon V-Karten? Wahrscheinlich schon, ne? Ziehen wir hier vielleicht irgendwas Kleines raus? Ah, gelber Rand. Ein Gortrum. Ja, mein Starter. Let's go. Let's go. Stimmt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt der? Chimpep. War ja mein Starter. Wobei, ich habe es auf Englisch gespielt, muss ich sagen. Wobei, mir fällt jetzt auch gerade der englische Name nicht ein. Also, vergessen wir das mal. Gortrum in Holo. Sehr cool. Ich fand die Dynamax-Version von dem Pokémon so mega stark. Hat mir so gut gefallen. Okay, also zwei Holo-Karten aus vier Boostern. Dann haben wir die schöne Felinara. Ich persönlich würde sagen, die Felinara ist hier der Hit des Tages. Auch wenn es keine Holo-Karte ist. Das ist ein mega, mega schönes Artwork. Sag mir mal, wie es euch gefällt. War ein nettes kleines Opening. Heute mal was Kleines. Und wir sehen uns bald wieder. Morgen im Livestream wird das Schönes geöffnet. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, Kommentar und ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.